Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Mit mir spielt die... Mathilda! Mathilda! The Desolate geht weiter, wo kommen wir hier raus? Follow me. Aber bis zu 4 Leute können wir hier im Koop spielen, auch schon mal gut zu wissen. Ein Radioapparat steht hier, na gut. Nächstes Mal. So. So, wir sollen die Radaranlage Kuppel im Sektor G7 finden. G7, genau. Kuppel G7. Hilfe für die Wissenschaft. Oh, ist aber richtig weit weg, wenn ich mal gucke. Oh ja. Ach, wir müssen auch wieder extrem weit zurück. Fast am Anfang müssen wir hin. Ah, hier ist die Wassersäule. Okay. Hier ist die Schlachtbank. Oh, ganz schön fett das Vieh, so, ne? Oh, kurze Beinchen. Okay. Ja. Gehen wir, machen wir uns mal auf den Weg. Wir haben einen weiten, weiten Weg vor uns. Ah, hier, guck auch, diese Roboterteile sind echt abgespaced. Das ist auch irgendwie wieder was. Das ist ein MG, glaube ich, da. Ah, hier können wir auch keine Kisten durchsuchen. Robotik der 50er, 60er Jahre. Wie hieß das Spiel, was du auch gespielt hast? Unter Wasser. Ich komme nicht auf den Namen. Bioshock? Ja, es ist. Hier ist so, hat so ein bisschen was von Bioshock auch, ne? Ja, aber Bioshock ist doch ein bisschen altertümlich. Also ein bisschen mehr auf die so 20er Jahre, glaube ich. Ja, aber ich finde so ein bisschen Bioshock ist auch in dem Spiel drin. Hm? Geht die Sonne gerade auf oder unter? Osten. Ah, sie steht im Osten, das heißt, sie müsste aufgehen. Das weiß doch jeder. So ein Vieh. Oh, was gut. Das ist auch ein Lagerfeuer. Ach, so ein kleines Schreihalsvieh. Komm nicht hinterher. Nämlich. Ja. Auch lieber ins Lagerfeuer. Was Interessantes gefunden? Noch ein Rezept für irgendwas und das war's. Oh, hier ist noch eine Tomate. Zack. Hast du nur was gefunden? Sack, okay. Was zu essen. Dann können wir ja weiter. Ja. Mhm. Wasser und Essen habe ich noch ein bisschen was, also... Ich habe auch noch was zu essen. Ja, wir haben Gott sei Dank jetzt, wo wir unser Lager haben, endlich mal ein bisschen Zeug ablegen können. Aber ich habe immer noch 25 Kilo dabei. Oh, siehst du da auf Nordosten Riesenpilze? Ja. Riesenpilze. Es gibt... Bei uns ist ein Vieh. Was für eins? Kann ich dir nicht sagen, es ist ein Wald. Du bist direkt... Ich weiß nicht, was es ist. Auch nicht. Könntest du schreien? Ja, es rennt weg. Wollen wir es töten? Ach, ich weiß nicht viel. Ist noch ein weiter Weg, du. Weiß nicht, was noch alles vor uns kommt. Aber ich fühle mich schon mal ein bisschen ruhiger jetzt, wo man wirklich eine Basis hat. Ja, richtig. So ein Punkt, wo man zurückkommen kann. Hm. Den man auch ausbauen kann mit Werkbank. Du magst es ja sowieso immer irgendwie. Da unten ist was. Okay, das gucken wir uns an. Das sieht interessant aus. Da ist auch so ein Pferdchen, was wegkoppelt. Eine Kiste mit einer Handaxt und einem Gewicht. Nice. Und es hakt bei mir gerade. Ja, bei mir jetzt auch gerade einmal kurz gehakt. Oh, man kommt hier hoch. Cool. Hier könnte man sich dann verteidigen. Huh. Wenn man Schusswaffen hätte, die wir nicht haben. Also ich habe schon... Ich hab schon einen. Ja, aber die habe ich im Lager gelassen. Ja, ich auch. Weil für den einen hatte ich nur 2 Schuss und für den anderen hatte ich auch nicht sehr viel. Ich glaube 5 Schuss oder so hatte ich. Ja, ist nicht viel, glaube ich. Ich glaube, das Spiel ist hier... Habe ich ja, das... Ja, vorne steht wieder so ein Verrückter. Oh, gehen wir mal aussuchen.
Ja, es sind mehrere. Bei 4 Stück sehe ich. Und dann ist recht. Oh, dicht. Oh, Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Entschuldigung. Ja, so 4-5 muss ich jetzt nicht haben. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen wie bei. Hinter dir. Wow! Ja? Bei Gothic war das früher, du war auch eine offene Welt, ne? Aber du hast dann unterschiedliche Gegner gehabt mit unterschiedlichen Stärken. Hm. Na gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke, haben wir eigentlich nicht. Wir haben ja die Anfangsviecher, die wir töten. Und das, was wir dachten, das böse ist, das haben wir ja nicht, war ja nicht böse, das Vieh. Weil bei Gothic war es halt so. Da ist ein Vieh, glaube ich. Ja, ja. Ich gehe mal links weiter. Ist jetzt schon lange her mit Gothic, aber da. Es war halt cool irgendwie. Man kannte die ganzen Gegner nicht, die hatten unterschiedliche Angriffsmechaniken. Weil, sag ich mal, ein Rhythmus, musstest dich auf alles so ein bisschen gewöhnen. War cool. Gothic habe ich tatsächlich nie gespielt. Da hast du was verpasst. Ich weiß. Aber vielleicht wird das nochmal irgendwann schön aufgelegt mit schön neuer Grafik. Dann kann man es echt nochmal spielen. War auf jeden Fall nicht leicht. Nicht so leicht wie einige Spiele heutzutage. Was war das? Oh! Oh, was Unsichtbares! Alter, der Jäger! Lass du mal meinen Heinrich in Ruhe? Alter, knüppelt mich weg! Lass meinen Heinrich in Ruhe! Er hat sich wegteleportiert. Ich muss weg. Oh, der hat mich gekillt. Jagt er dich? Ja. Ich will aber meinen Heinrich retten und ich bin aber auch gleich tot. Scheiße. Ja. Scheiße. Ab zur Basis, hm? Wir haben 10 Minuten Zeit, um das Zeug wieder zu holen. Ich nehme dann nichts mit, ich laufe dann einfach straight jetzt dahin. Ja. Aber wenn wir es in 10 Minuten schaffen, das wäre echt scheiße, weil mein Degen ist dann weg. Komme ich hier wieder raus. Und Dreck. Boah, ich kann nicht mehr laufen. Bin ich hier richtig rausgegangen? Nein, wir müssen auf die andere Seite. Meine Ausdauer. Oh, toll, ey. Was war das denn für ein Kackvieh? Warum wird uns das vor allem nicht angezeigt, wo wir hin? Ach doch, jetzt sehe ich's. Ach, wir sind gar nicht so weit gekommen. Wir hätten außenrum, wo wir mal waren, laufen sollen. Wir sind ja querfeldein. Darum waren die da so schwer. Fuck. Ich hoffe, das Vieh ist jetzt weg, weil... Das hoffe ich auch. Mit Fäusten kommen wir da nicht weit. Ist jemand? Ja. Denk daran, die haben keine Waffen. Mhm. Geh wieder zurück zur Straße. Ah ja, hier war der Panzer, sind diese Menschen. Du bist links rumgegangen, ne? Mhm. Scheiße. Ach, ich sehe dich. Wir sind wieder vereint. Vor uns sind Anomalien. Wir müssen weiter links. Ah, ganze Menge Anomalien. Ja, das ist ein Feld der Anomalien, du. Ah,
da habe ich jetzt keine Lust drauf. Die ist direkt auf eins zu. Ah, das habe ich nicht gesehen. Aber das andere klingt so eher von links. Vor uns. Ich schmeiß mal einen Stein Richtung Anomalie. Lauf dahin. Ich, du. Vieh. Geh geradeaus weiter. Noch ein Arsch weit weg. Vor uns ist auch wieder was. Gern. Hier runter. Dann müssen wir auch so weit sterben. Echt? Vor allem ist jetzt hier so eine blöde Schlucht. Was ist das denn? Da ist ein... Da schwimmt was in der Luft. Hä? Was siehst du? Richtung Südost. Über dem Haus. Was? Sag bloß, du siehst das nicht. Ich sehe nichts. Bei dir ist das nicht. So geraucht? Ich weiß es nicht, aber bei mir fliegt irgendwie so ein Riesenball durch die Luft. Sind wir hier vorbeigekommen? Das ist nicht. Oh. Nein! Aber wir gehen da besser nicht rein, du. Nein. Ich möchte jetzt gerade eigentlich nur mein Zeug wieder haben. Ich aber sowas von auch, weil mein Degen, mein Katana dabei ist. Ich bin mich schon verdammt. Ich will mein Katana, ihr verfickten Wichser. Scheiße. Irgendwas ist vor mir. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich möchte da nicht weitergehen. Ich streike. Ich mach einen Sitzstreik. Oh, das bist du. Ja, es hat mich ja... Ich weiß nicht, was es war. Aber wenn es mich ja eh schon gesehen hat. Meter. 70 Meter? Oh ja. Dann schleichen wir mal. Müssen wir vor allem gleich erstmal gucken, welches deins, welches meins ist. Ich weiß es nicht, aber wenn ich meins Zeug habe, renne ich erstmal weg. Wir rennen dann gleich einen riesigen Umweg wieder. Nicht hier durch diese Mitte, die ist zu gefährlich für uns. Toll, mitten im hohen Gras natürlich. Da. Das ist deins. Das ist meins. Passt alles, super. So, und lass uns hier zurückrennen. Weil wenn du auf der Karte guckst, wir sind ja in die Mitte gelaufen. Wir rennen hier erstmal zu blau zurück. Den blauen Punkt, den ich gesetzt habe. Okay. Dann nehmen wir den Weg, den wir kennen. Es ist aber gut, dass der Jäger nicht da war. Wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, der hätte uns platt gemacht. Aber sowas von. Ist übrigens auch nicht der Weg, den wir kennen, aber... Ja, ich würde sagen, das durchsuchen wir jetzt nicht. Wir gucken einfach, dass wir hier außen rumkommen. Dann dauert es länger, aber... Der Jäger war mir einfach zu hardcore. Mhm. Weil der hat ja auch eine Energieleiste gehabt. Ich habe mir ein paar Mal geschlagen, aber...
Ich könnte schwören, ich habe nicht... Was du den nicht siehst, diesen Wal, das ist echt krass. Welchen Wal? Der ist direkt bei der Sonne. Ach, du hast einfach Drogen. Bei dir wird da wirklich was angezeigt. Bei mir nicht. Du hast einfach dein Charakter zu viel getrunken, glaube ich. Ich höre den auch die ganze Zeit singen. Der singt? Ja. So Walgesänge. Hä? Oh! Alter, du Feigling! Ich habe Angst, dass der uns jetzt zu anderen lockt. Ja, das ist das Gefühl, ja, das ist ja anders. Der schmeißt aber Mollys. Lass mal ab. Einer mal tot? Ich war nichts mehr. Ich bin taub. Oh, scheiße, meine Axt ist kaputt. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Vielleicht sollte man doch ab und zu mal ein bisschen... Hey, hast du mir gerade die Sachen geklaut? Nee. Nein, ich habe von dem hier genommen. Warte mal ganz kurz. Ich heil mich mal. Oh, das ist eine gute Idee. So, ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier sind, und wir schon zwei Gegner gekillt haben, können wir uns das ja auch mal angucken hier, oder? Ja. Bist du schon reingegangen? Ja, links in das Gebäude bin ich hier drin. Und dann glaube ich nur Geister oder so, ne? Ja. Und du bist links runter, links hoch? Wo bist du? Ich bin oben. Lass mich doch nicht alleine. Hallo. Dann gehen wir hier runter. Oh, hier ist was Großes. Oh, hier ist eine Erkennungsmarke auf dem Tisch. Hinter dir! Oh oh. Oh oh. Hilfe! Nicht weglaufen! Hat er dich umgehauen? Noch nicht ganz. Der heilt sich auch! Der heilt sich auch, wie wir. So ein Arsch. Aber hier unten war ich noch nicht. Krass. Oh, ich habe einen Kochtopf gefunden. Behalt den. Auf jeden Fall. Oh, das bist du. Das bin ich, ja. Das war ich nicht. Ich habe gerade ein Mädchen hat mit mir gesprochen. Ich habe nur ein Mädchen lachen gehört. Jetzt finde ich hier Äxte, das glaubst du ja gar nicht. Ah. Da unten warst du schon. Wollen wir uns das Nachbargebäude angucken? Hier oben waren wir ja gerade, ne? Ja, alle Gebäude sind wir durch. Okay. Warte, wo bist du? Pierre Heinrich, ich bin schon sehr verletzt. Ja, ich bin auch zur Hälfte runter. Aber hier haben wir ja geguckt, schön. Oder? Ah, die Erkennungsmarke hatte ich nicht. Ich weiß nicht, waren wir hier oben? Ich glaube nicht. Ich höre das Mädchen. Doch, hier waren wir auch oben. Ich hör das Mädchen besser. Liebt mich oder sowas? Nein.
Aber mich fing das Wals auslachen. Ich glaube, sie hat irgendwas mit I love you gesagt oder so. Ich glaube, wir sind hier durch, ne? Gut, das gefällt mir, das mal abbauen. Warte, ich will eine Zigarette rauchen. Ich habe komischerweise keinen Stress. Ich habe total Stress. Hier wurden Leute exekutiert. Oh ja. Da hinten ist auch wieder ein Bandit bei so einem Turm. Da gehen wir jetzt aber nicht ran. Die hauen ganz schön gut. Jetzt sind wir bei Punkt... Wir müssen da irgendwie nach links. Punkt blau? Genau, dann müssen wir jetzt hier weiter. Zum nächsten Punkt. Dann gehen wir den Weg, den wir mal gegangen sind, weißt du? Ich laufe dir einfach hinterher. Achso, wir können die abkürzen, sehe ich gerade. Oh, wenn du auf die Karte schaust, da ist tatsächlich jetzt... Dork? Der Dork. Na gut. Oh. Okay. Wie viel Leben hast du noch? Hm. 31%. Reparieren Sie. Oh, oh, da ist ein Quackhuhn. Was ist ein Quackhuhn? Weiß es nicht, aber er ist wieder weggelaufen. Warte mal. Da. Was sind die mit diesem Leuchtkopf? Tagebucheintrag, Forschungen. Haben wir nicht kennengelernt, den Quackhuhn. Nee, der ist auf mich zugelaufen gekommen, hat komische Geräusche gemacht und ist wieder weggegangen. Hm. Okay. Vielleicht muss man den erstmal einmal töten. Oh! Entsapp sie! Scheiße! Lass mal abhauen hier, ich hab keinen Bock auf den Japsi. Ja, der greift dich nur an. Du hast den Japsi! Ich bin die Japsi. Oder wie auch immer das Scheiß wie hieß, Alter Schwede. Woo! Alter, ich hab -3 Pfeil. Ich hab Angst. Ich trinke einen Schnaps. Jetzt hab ich nur noch Unruhe. Boah. Hast du immer noch Stress? Ich hab -3. Warte mal, ich hab hier Antidepressiva. Ich schmeiß sie erstmal raus. Alter, so ein Japsi war ganz schön hart. Ach, jetzt bin ich ruhig. Dankeschön. Bitte, aber jetzt sollten wir mal die Viecher wieder ein bisschen in Ruhe lassen. Ja. Warte mal. Ah, ich habe eine Prellung des Rückgrats. Leichtes Trauma. Und ich habe ein schweres Trauma, das zum Tod führen kann? Ich brauche einen Verband. Ich habe hier einen Fahrstuhl. Einen Fahrstuhl gefunden. Ja, warte. Kann ich ihn erforschen? Ja, irgendwas war da. Was wurde mir angezeigt? Ich habe ihn erforscht. Brauchen wir dafür? Das ist eine Aufgabe. Pneumatischer Fahrstuhl, Linie 2. Transformator. Brauchen wir einen Transformator und ein Kästchen. Ein Kästchen. Okay. Hab ich nichts von beiden. Ich auch nicht. Ein Transformator habe ich in Lager. Können wir schneller wahrscheinlich von A nach B kommen. Hm. Gut. Ich möchte eigentlich wieder zurück ins Lager. Ah, Anomalie. Oh, fick dich. Ja, ich will weiter. Und hier ist Anomalien gefährlich. Hier könnte es gehen. Genau. Nicht da, nicht da, nicht da. Hier. Noch ein bisschen weiter nach. Ja. Da durchgehen. Mein Rohr ist fast kaputt.
Aber du weißt, wo wir langlaufen, irgendwie, oder? Ich mache mir Markierungen auf der Karte. Okay. Wir sind jetzt quasi hier, Strahl 2, da gehen wir als nächstes hin, da waren wir ja mal. Ich gehe lieber den erkundeten Weg, der zwar länger ist, aber da sind Viecher, mit denen wir klarkommen. Okay. Wie der Irre, der mich gerade hört. Der ist im Wald, dann gehen wir hier einfach weiter. Und Kräuter. Oh. Ja, dieses minus 2 bezieht sich auf Traumata und so. Also diese Fallen nach unten. Ich bin halt schwer verletzt. Ich habe einen Toaster. Braucht man noch einen für eine Erkundung? Ja, Toaster brauchten wir. Hinter dir. Japsi. Oh, ich bin gleich tot. Hast du sie getötet, glaube ich. Jawohl. Jetzt sind Japsi und ich quitt. Aber wir waren doch auch mal hier und hier war kein Japsi. Sapsi. Ja, Japsi, Japsi, Chapsui ist mir Wumpe. Scheiße, ich brauche Ich benutze meine ganzen Verbände schon. Ich habe kaum noch Lebensenergie. Ich auch nicht. Ich habe vor allem schweres Trauma, leichtes Trauer, Prellung des Rückgrats. Na, was gegessen? Ja, die Viecher sind nicht immer da. Oh, mein Stock ist fast kaputt. Mein Rohr ist fast kaputt. Oh, meine Armatur ist auch fast kaputt. Auch gleich bald auf meinen Schlagstock wechseln. Ah, hier sind wieder die Gebäude. Das heißt, hier sind irgendwo Menschen, diese Verrückten wieder. Ja, von denen kriegen wir allerdings Stoff. Ja, ich will die trotzdem erstmal umgehen. Ja, ich auch. Waren wir schon. Ja, bis jetzt Nein. Ist da bestimmt neuer Loot drin, meine ich. Ja. I heard you. Scheiße. Bei denen hat es gerade gut geklappt. Zweimal schlagen, zurück. Mhm. Aber es ging auch nur mit dem Degen, weil der so schnell ist. Ich verstehe das mit der Rohrpost abschicken nicht. Ich kann es auch gar nicht. Ich auch. Oh ja, mein Kapo. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ah, scheiße, oben ist auch einer. Oh, das ging ja auch schnell. Dann lass uns mal oben das Haus durchgucken, wenn da eh schon einer rauskam. Dann dürfte es ja wahrscheinlich sauber sein, ne? Nö, da gehen wir nicht hin. Warum, was war da? Das sah aus wie so ein Jäger. Oh. Dann gehen wir weg. Ich habe da nur den Schatten gesehen. Da habe ich keinen Bock zu. Lass mich mal kurz auf die Karte. Wir müssen... Da wieder hin, dann kommen wir zum Leuchtturm. Warte, ich nehme einen Schluck. Ah, ich trinke auch noch einen Schluck Kaffee. Also ich glaube, wir brauchen echt diese Schnellreisepunkte. Hm. Who's there? Ah, fuck! See what's inside of you.
Danke. Hast du geblockt? Ja. Das ist gar nicht verkehrt. Der eine, der angegriffen wird, der blockt und der andere haut dann von hinten drauf. Aber ich habe eine Verletzung. Ich habe auch jetzt -1. Oh, wie süß. Ich habe -3. Aber ich habe mich erst gerade geheilt. Oh, grüne Pilze. Ich will hier da gerade. Da ist jemand am Lagerfeuer. Wollen wir den am Lagerfeuer platt machen und erstmal was essen? Ja. Also Licht aus. Wer hat mehr Energie? Ich. Ja. Dann lock ich ihn an und blocke und du haust von hinten drauf. Okay. Komm her. Oh, der hat Bombe. Das ist ein Gefreiter, der hat Ahnung. Hey! Ich kann nicht mehr zurückweichen! Irgendwas ist hinter mir! Eine Kiste. Nee, nimm du mal die Waffe, die hast du dir verdient, komm. Der war. Granate Kevlar. Der war doch nicht so leicht, wie man es dachte. Kann ich Heilung was machen? Ne, ich habe nichts zum Heilen. Lässt du mir mal bitte dann die nächsten Heilungssachen? Heilpflanzen? Ich habe nämlich nichts mehr. Okay, ich guck mal, ob ich was machen. Herstellen. Also ich kann 2 Verbände herstellen. Ich habe nämlich nicht mehr Gewebe. Also bei mir ist das Gewebe das Problem. Warte, ich werf dir davon mal einen. Da werf ich dir auch mal ein. So. Ja. Kann ich die nicht aufheben? Verband, Verband. Danke, nehme ich auch gleich. Da habe ich jetzt. Geht gerade ein bisschen hoch, ich bin aber noch im roten Bereich. Und du? Hm? Ich bin jetzt wieder im grünen Bereich. Im grünen, du weißt, meinst du? Also im weißen Bereich. Ja, ich habe auch wieder ein bisschen was 34%, Weißes. Aber ich habe einen offenen Rippenbruch und ein schweres Trauma. Da liegt noch eine Kiste. Oh, aber ich habe nur noch 2. Nur noch Stufe 2, nicht mehr Stufe 3. Das ist schon mal gut. Okay. Ich glaube nicht, dass wir den noch erreichen. Ach. Oh. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Er hat mich gesehen. Oh! Das war gut. Ich hab's so gemacht, wie was bei dem Typen gemacht hat. Er greift dich an, du blockst, ich knüppel ihn von hinten. Oh ey, der Schlagstock ist schon auch schon fast im Arsch. Ja, ich glaube, wir können schon fast wieder zurück unsere Sachen reparieren. Ich habe genügend Zeug da, ich kann tatsächlich hier reparieren, glaube ich. Bist du? Ich wollte jetzt hier rechts an den Anomalien vorbei. Warte mal kurz, ich will mal kurz was reparieren. Nee. Reparieren, oh, das wird teuer, egal. Muss man das ablegen zum Reparieren? Nein. Ja, dann kann ich meine geilen Waffen nicht reparieren. Kann gar nichts reparieren. Warum nicht? Keine Ahnung. Nee, du musst das nicht in dem Hand machen, sondern im Rucksack. Im Rucksack. Bohrmaschinen lasse ich mal. Stand was von Hantel da? Nee, ne? Hantel kann ich dann zerstören. Da braucht man nichts von, oder? Eine Hantel? Nee. Oh, warte mal, steht ja hier ein Aufgabending. Wir brauchen Bügeleisen, Gaslampe, Radioapparat, Ventilator, Kästchen.
Kästchen Transformator brauchen wir für den Fahrstuhl. Okay, das heißt, das kann weg. Toaster haben wir auch. Ich habe noch Äxte. Brauchst du eine Axt? Nö, gerade nicht. Schere brauchtest du doch noch, ne? Ja, eine Schere brauchen wir für irgendwas. Dann behalte ich die mal. Ja. Das braucht man nämlich, um Grundwerkzeug herzustellen. Gut. Dann nehme ich mal meine Axt. Ich nehme diesen coolen NL-Schlagstock. Lass uns mal weiter. Warte mal ganz kurz, ich muss mal Job. Zack, so. Ich habe nur meinen Job gerade aktualisiert wieder. Das ist gar nicht so blöd, weil mein Fahrstuhl wird angezeigt. Warte mal, wo war das? Jobs, Jobs. Die klauen mir meine Jobs. Wir wollen ja erstmal Hilfe für die Wissenschaft machen, ne? Ich denke mal, die anderen Sachen kann man so nebenbei machen, was man so gesammelt hat. Genau, das dachte ich mir nicht auch. Mit etwas Glück halt auch noch mein offener Bruch von alleine. Halt man generell ein bisschen selber, weißt du das? Ja. Wollen wir die Bahnstrecke langlaufen oder? Weil wir müssen ja irgendwann sowieso rein. Ja, stimmt, wir können jetzt auch schon rein. Können wir die Bahnstrecke nicht einfach langlaufen? Ja, genau, ich mache so einen Zwischenpunkt. Blau ist jetzt der Zwischenpunkt. Hatte gerade wieder alles braun oder grau, das ist nicht gut. Nee. Das war nur kurz. Da sind Anomalien. Husch, husch. Das ist Feuer. Ja, zwei Leute. Lass die mal da sitzen. Mit einem lege ich mich gerne, mit zwei eher weniger. Da sind Anomalien. Wow. Querfeld oder was? Ja. Ja, das hat doch so einen komischen Nebel da unten. Sind Lichter der Eisenbahn. Ach stimmt, das hattest du dich ja vorhin gefragt, was das für... Ah, ich habe eine schwebende Kugel gesehen, das schwebt ja gar nicht. Leuchtet. So, das ist ein Turm oder so, ne? Der irgendwas anleuchtet. Unsere Geräte zeigen an, dass die Strahlung aufgehört hat. Das ist schön. Vielleicht muss man sich echt mal an diesen Wetter richten. Rennst du lang? Oh nein! Rennst du dahin? Ich hänge hier fest. Ich hänge fest. Ich komme hier nicht raus. Scheiße. Guck mal. Ja toll, jetzt hänge ich hier unten fest. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ich komme hier nicht raus. Ja, du hängst mitten im Objekt drin. Ja, ich komme auch nicht raus. Ja, weil du hängst drin. Ja, ich kann auch leider nicht springen. Toll, was mache ich jetzt? Einen guten Eindruck. Was passiert, wenn ich dich töte? Du kannst mich nicht verletzen. ich würde sagen, dann gehe ich einmal aus dem Spiel raus und wieder rein, oder? Kannst du hüpfen? Nein! Ach, was glaubst du, was ich schon die ganze Zeit versucht habe, du Schlaumeier? Das sehe ich doch nicht hier. Ich sehe nur, dass du da schwebst. Hast du einen Stein im Gesicht? Hey!
Das war ein guter Treffer. Hm. Das ist doof. Soll ich mal von oben nachspringen? Toll, dann hängen wir hier beide drin, oder wie? Vielleicht glitsch ich dich dann raus, oder ja? Warte mal. Und dann hängst du hier, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, du hast das Spiel eröffnet. Wenn du rausgehst, rat mal, was passieren wird. Oh, zu spät. Nein. Ich bin reingeglitscht, ich wollte noch gar nicht. Ich bin daneben falsch gesprungen. Ja, jetzt hängen wir hier beide dran. Aber ich habe ein bisschen Spiel. Ja, hatte ich auch, bis ich mir auf dein Rad gehört habe und mich geduckt habe. Ah, ich ducke mal. Du springst da auch da runter. Ich wollte da nicht und ich bin da runtergerutscht. Okay, ja, also wir würden jetzt erstmal unterbrechen und das Spiel neu starten und hoffen, dass wir hier rauskommen. Ja, tun wir. Wahrscheinlich wie am Arsch der Welt, an der Basis. Wir werden es erleben. Gut. Seid dabei, wenn wir das Spiel neu starten. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.